Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben. Mit dem guten Jacob. Ich musste nochmal die Mission neu laden, weil ich Vollpfosten mal einfach Bullen umgeknickst habe. Absolut skandalös. Verzeihen Sie, Gentlemen. Sergeant Freddy Eberlein vom Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Oh, ja, es ist hier entlang. Folgen Sie mir, Sergeant. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Parlamentskollegen zu lüften. Ich werde sehr diskret sein. Jo. Normalerweise hätte ich mich verkleidet, aber meine Kleider sind in die Themse gefallen. Beweg dich. Nicht wieder einschüchtern. Eine meiner Lieblingsverkleidungen ist die einer alten Lady. Meiner Mutter nachempfunden. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Sowas hätten wir jetzt nicht gesehen, hätte ich nur das einzigartige Attentat gemacht. Hat ein kleines Problem mit der Gesichtsbehaarung. Sie haben es als Puppenhaar verkauft. So. Das war schon gut, dass ich nochmal neu geladen habe. So, beweg dich. Du hast nichts mitbekommen. Ach nö, oder? Bitte sagen Sie mir, wenn ich zu viel rede. Ich habe manchmal so Anwandlungen. Jo. Ich hoffe, der führt mich jetzt nicht dorthin. So. Nein. Du hast nichts mitbekommen, wie gesagt, geh weiter. Siehst du? Hier, ich renne extra nochmal in dich rein, damit du weiterläufst. So, komm. Wenn du jetzt rechts gehst, biege ich links ab. Wunderbar. Nö, du gehst dorthin, dort will ich aber nicht so hin. Dieser verdammte Frey hat sich eingeschlichen. Ja. Sonst irgendwelche Probleme, dass ich mich hier eingeschlichen habe. Sorry. Tut mir aber leid. Jetzt habe ich freie Schussbahn. Ach was. Ich finde es nur immer wieder bewundernswert, wie laut man in sowas sein darf. Oder bei sowas. Okay. Dann gehen wir natürlich oben durch. Denn wir müssen dieses pinke Teil da unten haben. Hier. Lord Corrigans Passwort stehlen. Schalte einzigartiges Attentat frei. Das werden wir auch. Auch überall die Wachen. Ey.
Ach Gottchen, nee. Hä? Der macht nichts. Okay. Klar. Natürlich, was auch sonst. Und jetzt? Was glaubst du, wenn du hinkriegst, Burschen? Ich gehe hoch. Das glaube ich, wo ich hingehe. Ne? Wäre so mal ein Anfang. Jetzt muss ich der Kuh das Passwort geben. Ein schöner Bug, aber brauche ich gerade echt nicht sowas. In der Hütte oder außerhalb der Hütte? Wäre noch so von Vorteil zu wissen. Innerhalb der Hütte in diesem Falle. Na, ob der uns erwischt? Ah, nee, weil der andere noch gekommen ist. Ansonsten, nee. Dann machen wir mit unserem geilen Dolch ein bisschen Leute kaputt. So. Haben wir uns durchgeschnetzelt. Nicht vom Ziel entdecken lassen, nee, oder? Na gut, das mache ich jetzt im nächsten Part nochmal. Oder warte mal, was haben wir für eine Schnellreise? Ansonsten. Ja gut, jetzt müsste ich es nochmal machen. Nee, ich wollte einfach nicht so ein Ende haben. Dann wissen wir, wir dürfen nichts anderes aktivieren. Gut, ich dachte, man kann ablenken oder keine Ahnung was damit, aber nicht sowas. Wisst ihr, was ich meine? Wie gesagt, ihr könnt vorspulen, das kann ich nicht. Das ist euch voraus, Leute. Und immerhin seht ihr ein bisschen vielleicht einen anderen Durchgang oder keine Ahnung. Passwort geben. Immerhin sind wir nicht weit entfernt. Okay, wenn die unbedingt wollen. Ich bin ja immer wieder verblüfft. Eben wie gesagt. Wie laut man sein darf, ohne dass der Anführer was mitkriegt. Wow, ein Vierer-Attentat irgendwie. What the fuck? Der hat gerade alles an, praktisch erledigt hier. Haha. Ein Massaker. Das nützt dir nur nichts mehr, ne? Was bringt dir das jetzt, wenn du kommst? Ich glaube kaum was. Ich hoffe, das hat der jetzt nicht gehört. Ansonsten kommt der bald raus. So. Hä, warum hat er mich gesehen?
Warum auch immer, das mache ich normal, aber... Hä? Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe, denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch. Oh ja. Aus dem Gebiet entkommen. Hi Leute. Ich bin da mal weg. Sie ist aus dem Gebiet entkommen, ne? Dann entkommen wir mal ganz fresh aus dem Gebiet. Ach so. Sieht das bei euch so aus? Nicht entkommen lassen. Mann, seid ihr traurige Gestalten. So. Leider nur eine Aufgabe erreicht. In der Politik ist alles erlaubt. Und ich denke, jetzt kommt eine Cutscene. Oder wir kommen zurück in die reale Welt. Jo, zu Sean und Rebecca. Außer dem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen. Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina, endlich. Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otto Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Ja. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Schau mal, die Bäcker sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Das wird kein Thema sein. Ein Brief. Für mich? Jo, und wir sind wieder im Zug. Nur, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Assassin's Creed Syndicate. Tudelö.